Derby-Stimmung auf dem Biberer Berg. Die Offenbacher Kickers empfingen am Samstagnachmittag den SV Darmstadt 98 zum Hessen-Derby der dritten Liga. Ja, klar motiviert einen das zusätzlich. Ich wollte jetzt auch persönlich unbedingt fit werden, weil es natürlich was ganz Besonderes für jeden Spieler, auch so ein Derby. Ja. Ich denke, die Stimmung war jetzt auch dieses Jahr noch nicht oft besser wie bei diesem Spiel. Ja. Vor 8.870 Zuschauern gingen die Gäste durch ein Eigentor von Marc Stein in Führung. Kai Hesse glich in der zweiten Halbzeit aus. Trotz einer roten Karte für die Darmstädter gelang dem UFC nicht der Siegtreffer. Läuft nicht gerade glücklich für uns zurzeit. Aber wir sind wieder zurückgekommen, haben uns in der Halbzeit einiges vorgenommen. Und ich denke, das hat man dann auch gesehen. Gut. Was wir bemängeln müssen, war natürlich nach dem Platzverweis, war es natürlich zu einfach. Ne? Ja, wir haben dann meiner Meinung nach Handball gespielt, also immer um den 16er rum. Viel Ballbesitz, aber richtig in den 16er sind wir nicht mehr reingekommen. Ja, das ist nicht so einfach, weil beide Mannschaften wollen keine Fehler machen und die spielen natürlich versuchen kompakt zu spielen. Und die weniger Chance, die wir bekommen haben, muss natürlich besser ausspielen, besser zum Abschluss kommen. Und, aber ich kann nur wieder betonen, dass wir aufgrund unserer zweiten Halbzeit natürlich sehr viel Druck gemacht haben und glaube, gut auch das 1-1 gemacht haben. OFC-Trainer Ari van Lent wusste nach dem Spiel auch nicht so recht, ob er sich über den einen Punkt freuen sollte. Das Tor tat uns gut und dann, ich glaube, dann haben wir das Spiel, wenn ich das so sagen darf, dominiert, haben dann eine Druckphase, die wir da nicht nutzen konnten und durch diese letzte Viertelstunde ist das natürlich schon ein bisschen, ja. Wir haben diese Dreierkette gemacht noch, wir wollten offensiver werden, aber wir waren dann so viele Leute hinter dem Ball, dass wir eigentlich die endgültige Chance mehr suchen konnte überhaupt und deswegen denke ich, am Ende geht das Spiel 1-1 absolut in Ordnung. Auch unter den Spielern gab es nach dem Abpfiff Gesprächsbedarf. Wir hatten noch Chancen und ja, wir hätten. Eigentlich waren drei Punkte drin für uns auf jeden Fall. Ich denke, das kann man nicht groß vergleichen, denn Jena kommt ja her als Tabellenvorletzten und die wussten von vornherein, dass sie sich hinten reinstellen werden. Man bin nur hier zufrieden. Dann macht die nach 9 Minuten das Tor und standen natürlich noch mehr hinten drin, weil damit haben wir denen genau in den Karten gespielt. Darmstadt wollte mitspielen, Darmstadt wollte das Tor machen. Und also das war uns natürlich auch ein bisschen einfacher, weil wir vorne auch mehr Raum und mehr Platz haben. Ich sage immer, wenn wir zu Hause unentschieden spielen, ist immer zwei verlorener Punkt, weil das darf nicht unser Anspruch sein, weil wir spielen zu Hause. Und ich denke, wir hätten heute natürlich jetzt aufgrund der zweiten Halbzeit, hätten wir natürlich eine oder andere Aktion besser ausspielen müssen und das zweite Tor zu erzwingen, haben wir das nicht gemacht. Aber natürlich, letztendlich muss man den Punkt natürlich gerne mitnehmen.